Nintendo waren diejenigen, die Handhelds so wirklich an den breiten Markt gebracht haben. Der erste Game Boy hat sich mit dem Game Boy Color zusammen über 118 Millionen Mal verkauft und zählt bis heute zu den meistverkauften Konsolen ever. Es ist also keine Überraschung, dass Nintendo einen Nachfolger rausbringt, 12 Jahre später. Der Game Boy Advance mit nicht gerade einem kreativen, aber sehr aussagekräftigen Namen. Es ist ein Game Boy, nur halt fortschrittlicher. Ich werde euch in diesem Video alles über die Konsole sagen. Über ihren Erfolg, über ihre verschiedenen Modelle und über die Highlights, die es so videospielmäßig auf der Konsole gibt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Der Game Boy Advance ist am 22. Juni 2001 hier in Europa rausgekommen. Man muss wirklich sagen, dass Nintendo sich da wirklich Zeit gelassen hat. Der originale Game Boy ist in Japan damals 1989 rausgekommen. Man kann sagen, dass er selbst als er damals rausgekommen ist, nicht gerade technisch up to date war. Der Game Gear zum Beispiel, Segas Handheld, ist nur ein Jahr später rausgekommen und hat technisch schon sehr viel mehr zu bieten gehabt. Zwar leider kaum coole Spiele, weshalb das Ding gefloppt ist, aber rein technisch gesehen war der Game Boy nie das Maß aller Dinge. Um sich über Wasser diesbezüglich zu halten, haben sie in den Folgejahren immer mal wieder Upgrades rausgebracht, zum Beispiel den Game Boy Pocket oder den Game Boy Color, aber so richtig eine neue Gen kam nie. Sie haben es im neuen Jahrtausend also endlich geschafft und den neuen Game Boy rausgebracht, wo die Tasten jetzt neben dem Screen sind statt darunter. Ich fand das Design vom GBA schon immer cool. Es ist nicht einfach nur so ein Klotz, sondern hat so diverse Wölbungen, was irgendwie seinen Charme hat. Außerdem liegt er echt gut in der Hand, vielleicht mit der Ausnahme, dass man seine Finger so komisch krümmen muss, weil man die Schultertasten betätigen will. Ist nicht wirklich schlimm, aber ich würde schon für mich sagen, dass ich relativ normal große Hände habe. Ich will mir nicht vorstellen, wie irgendwelche Kanten an ihrem GBA Mario Kart spielen und nicht richtig springen können, Hilfe. Die Release-Spiele waren auf dem Game Boy Advance, finde ich, nicht mehr als okay. Nintendo selbst hat nur zwei rausgebracht, nämlich Super Mario Advance und F-Zero Maximum Velocity. Ja, wir reden hier von einer Zeit, in der F-Zero noch nicht tot war. Super Mario Advance war halt auch nur ein Remake von Super Mario Bros. 2, was außerhalb von den USA und Europa übrigens als Doki Doki Panic. Abgesehen von den hauseigenen Spielen waren eventuell noch Choo Choo Rocket und Rayman interessant, aber das war's dann auch schon. Ein cooles Feature war aber auf jeden Fall, dass der Game Boy Advance Game Boy Spiele abspielen konnte, also er war rückwärtskompatibel. Die Game Boy Cartridges guckten zwar ziemlich hart oben aus dem Gerät raus, und zwar nicht nur ein bisschen, also sie guckten ziemlich hart aus dem Gerät raus, aber die Spiele haben funktioniert. Man konnte sich mit diesem Gerät also schon mal gut die Zeit vertreiben und Spaß haben. Ein recht solider Launch, aber es fehlten halt noch so die GBA-Spiele, die haben so richtig vorm Hocker hauten, wie sie dann später auch noch erschienen sind. Vorher musste aber erst ein Problem geregelt werden. Der Game Boy Advance hatte kein Backlight. Mir wird ja oft vorgeworfen, dass ich ein Kind bin und keine Ahnung habe, aber das Teil ist von 2001. Nintendo selbst hat mit ihrem Game Boy Light ja schon ein Upgrade zum Game Boy rausgebracht mit einem Backlight. Wieso man das Feature dann quasi für die nächste Generation wieder entfernt hat, erschließt sich mir nicht ganz. Man musste wirklich mit einer Lampe raufleuchten, damit man was erkennt, ähnlich wie bei dem ersten Game Boy. Man kann spielen, keine Frage, aber ein von alleine beleuchteter Screen wäre da schon eine feine Sache. Knapp zwei Jahre später kam also direkt die zweite Version raus, namens Game Boy Advance SP. Das SP steht übrigens für Special, Anstatt einfach nur ein GBA mit Backlight rauszubringen, dachte Nintendo sich, dass man auch noch mehr am Design verändern kann und macht es direkt zum Nintendo DS Beta Edition. Man kann das Teil einklappen und dann irgendwie in die Hosentasche stecken oder so, keine Ahnung. Es liegt, finde ich persönlich, nicht mehr so gut in der Hand wie die ursprüngliche Konsole und auch allein von der Schönheit her finde ich den SP eher ein wenig hässlich. Aber in puncto Funktionalität überzeugt das Teil hier alle Male. Man kann seine Spiele jetzt auch im Dunkeln spielen und das Teil hat tatsächlich einen Akku zum Aufladen. Man musste in den originalen GBA noch Batterien reintun, was auf Dauer eventuell teuer und nervig sein kann. Dadurch, dass man das Ding jetzt auch einklappen kann, hat man auch wesentlich weniger Kratzer auf das Display bekommen. Mich macht aber die Tatsache krank, dass die Games nicht automatisch pausieren, wenn man die Konsole zuklappt. Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Für mich persönlich aber die beste Art und Weise, GBA-Spiele zu spielen, ist und bleibt aber der fucking Game Boy Micro. Es kann sein, dass es so ist, weil mein Kumpel immer einen hatte und ich hart Auge gemacht habe, aber ey, ich feier das Ding mega. Es ist sehr minimalistisch, es ist einfach nur ein Quadrat. Man kann es ohne Probleme in Minecraft nachbauen. Aber ich weiß nicht, genau das mag ich irgendwie. Besonders cool finde ich, wie der Start- und Select-Knopf leuchten können und dass die Buchstaben hier klein geschrieben sind. Das macht das Ganze irgendwie gleich viel edler. Das einzige, was ich bemängeln würde, ist, dass das Screen echt ein wenig klein ist, aber ich habe mich relativ schnell dran gewöhnt und ich finde die Konsole einfach sau süß. Leider war das Ding ein harter Flop, weil es erst nach dem Nintendo DS rausgekommen ist. Richtig, Nintendo hat 12 Jahre gebraucht, um ein Nachfolger zum Gameboy zu bringen, aber ballert direkt 3 Jahre nach dem GBA einen Nachfolger raus. Dabei hatte der GBA einen massiven Erfolg, da es so verdammt viele Spiele für dieses Teil gab. Es gab eigentlich von jedem Genre irgendwas und jeder konnte was mit der Konsole anfangen. Man muss aber sagen, es herrschte hier oft ein bisschen mehr Quantität als Qualität. Es war Nintendos erster Handheld, der mit älteren Heimkonsolen mithalten konnte und die Chance haben viele ergriffen, um ältere Heimkonsolentitel auf das Teil zu porten. Es ging sogar so weit, dass es keine Mario Jump'n'Runs auf dem Game Boy Advance gab, außer Ports.
Die Super Mario Advance Serie umfasst 4 Spiele, bestehend aus Remakes von Mario Bros. 2, Mario World, Yoshi's Island und Mario Bros. 3. Es ist ganz cool, diese Spiele auf einem Handheld unterwegs spielen zu können, aber das zu den einzigen Mario-Spielen der Hauptreihe werden zu lassen, ist sehr schwierig. Dafür gab es aber neue Ableger der Mario Spin-Offs, Mario Kart und Mario Party. Mario Party unterschied sich jedoch sehr von den Teilen, die es davor gab. Es gab nämlich keinen richtigen Multiplayer, sondern nur eine Singleplayer-Story-Kampagne. Es ist super weird, das über ein Mario Party Spiel zu sagen, aber es war so. Es war damals ohne Online-Verbindung nur mal schwer, mit dem GBA irgendwie im Multiplayer spielen zu können, weshalb sie sich einfach dazu entschieden haben, es komplett sein zu lassen, statt es kacke zu machen, was eine Entscheidung ist, die ich respektieren kann. GTA Advance sollte sogar anfangs auch nur ein Remake von GTA 3 sein, bis sie gemerkt haben, okay, das funktioniert nicht. Sie haben tatsächlich ein eigenständiges GTA für den Game Boy Advance rausgebracht, aber ich war leider noch nie so ein Freund von den Vogelperspektiven GTAs. Abgesehen von den Ports gab es auch eine Menge Lizenzspielmühlen. Es kann sein, dass das nur subjektives Empfinden meinerseits ist, aber ich sah den GBA schon irgendwie immer als eine Art Sammlung von diversem lizenzierten Trash. Es gab super viele Spiele von alten Nick-Charakteren wie SpongeBob oder Danny Phantom, was alles Serien sind, die ich geliebt habe und alle Spiele sind, die ich gehasst habe. Als Kind hatte ich das Monster AG-Spiel für den GBA. Es hat mir keinen Spaß gemacht, es hat mich traurig gemacht. Es gab sogar einen mittelmäßigen Banjo-Kazooie Kart Racer, kommt schon. Eine gute Sache hat THQ aber gemacht, nämlich die Sonic Advance Serie. Ich weiß nicht, ob ich dafür von irgendwelchen Sonic-Cats geschlagen werde, aber Sonic Advance 3 war mein allererstes Sonic-Spiel und demzufolge auch das Spiel, das mich in die Serie geführt hat. Ich finde es bis heute sehr nice, auch wenn es natürlich nicht das beste Spiel ever ist oder sowas. Abgesehen von den Ports und Lizenzspielkram gab es natürlich auch die Goldstücke unter den Game Boy Advance Spielen. Ich werde euch jetzt kurz meine Top 5 Game Boy Advance Spiele vorstellen, ohne Ports mit einzubeziehen. Let's go! Den Anfang macht Mario Kart. Da ich bereits ein gesondertes Video zu Mario Kart Super Circuit gemacht habe, versuche ich nicht allzu lange rumzureden, aber es macht einfach Spaß. Im Vergleich zu den anderen Ablegern keine Weltklasse, man hat hier sichtlich einfach versucht, Mario Kart auf ein Handheld zu holen und das haben sie geschafft. Pokémon Mystery Dungeon Team Rot ist damals für den GBA zeitgleich mit Team Blau für den DS erschienen und ich hatte damals Team Rot für den Advance. Und was soll ich sagen, es ist das einzige Mystery Dungeon Spiel, was ich je in meinem Leben gespielt habe, es tut mir super leid. Aber dafür hat es mir mega Spaß gemacht, ich liebe das Prinzip, dass man hier selber ein Pokémon spielen kann und ich habe super schöne Erinnerungen an das Spiel. Ich liebe Zelda The Minish Cap. Es ist ein Spiel, das von vorne bis hinten einfach super viel Charme hat und mit dem cutesten Grafikstil ever hat. Es hat seine Nachteile, zum Beispiel fand ich ein paar Passagen zwischen den Dungeons manchmal nicht ganz so spannend, aber es zählt für mich persönlich definitiv zu einem der besten Spiele des Systems. Mario und Luigi Superstar Saga ist der Starter nicht ganz so gut wie Paper Mario mäßigen RPG-Reihe von Mario. War nur Spaß, Leute, ihr könnt den Dislike gerne zurücknehmen, Mario und Luigi ist lit, genauso wie der erste Ableger hier. Es hat einen unfassbar weirden, aber genau deshalb so nice Humor und das Kampfsystem mit den zwei Brüdern hat mir sehr gefallen. Auf Platz 1 haben wir die dritte Pokémon-Generation, Pokémon Rubin, Saphir und Smaragd. Wenn ich hier nur ein Spiel nennen dürfte, dann wäre es wohl Pokémon Smaragd, aber ich nenne hier einfach mal alle, weil sie ja schon sehr ähnlich sind. Es sind nicht nur meiner Meinung nach die besten GBA-Spiele, sondern auch die besten Pokémon-Spiele insgesamt, zusammen mit den Remakes dieser Gen. Ich streite es nicht ab, es liegt wahrscheinlich daran, dass ich mit dieser Generation aufgewachsen bin. Ich verbinde einfach emotional so viel mit den Pokémon, die es hier in den hohen Gräsern zu finden gibt und den Routen, die man hier ablaufen muss. Es fühlt sich einfach alles sehr vertraut an und ich kann einfach nicht anders, außer diese Generation zu lieben. Außerdem hatten die Cartridges fancy Farben. Das ist wohl der Hauptgrund für mich. Der Game Boy Advance hatte viele gute Spiele. Zwar auch viel Recyceltes, aber immerhin wurden sie gut auf das System geholt. Es gibt ja auch viele schlechte Remakes und davon fällt mir gerade kein einziges für den GBA ein. JRPG-Klassiker wie Golden Sun sind ja auch für das System rausgekommen, aber ich muss sie leider noch nachholen. Nachdem ich in 500 Spielstunden Persona 4 durchgespielt habe, könnte ich es ja in Angriff nehmen. Als dann 3 Jahre nach Release des ersten Game Boy Advance direkt schon der DS rausgekommen ist, hieß es am Anfang, dass es kein Ersatz sein soll und beides parallel läuft. Der 3DS sollte ja auch nicht von der Switch ersetzt werden. So viel dazu. Der GBA bekam noch ein paar weitere Jahre hin und wieder mal Spiele, bis dann ganz langsam seine Zeit immer weiter auslief. Dennoch war die Konsole ein wahnsinniger Erfolg und konnte garantiert den Namen Game Boy mit Stolz tragen. Aus heutiger Sicht können wir auf jeden Fall auf eine coole Konsole zurückschauen, die einem eine echt schöne Zeit beschert hat. So Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Ich würde den Game Boy Advance so als den Handheld meiner Kindheit bezeichnen, weshalb es mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht hat, dieses Video zu machen. Schreibt mir auf jeden Fall mal eure Erlebnisse mit dem Game Boy Advance in die Kommentare, es würde mich mal interessieren, was ihr so mit dieser Konsole erlebt habt. Meine Stimme lässt langsam Nachhilfe, aber ey, die Zeit muss noch sein, um ein bisschen Werbung zu machen. Ich streame regelmäßig auf Twitch und habe einen Zweitkanal. Das wissen ja tatsächlich immer noch Leute nicht, obwohl ich es schon so oft beworben habe. Aber ist okay, ich sag's gerne nochmal. Schaut gerne in die Beschreibung vorbei. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.